Und wenn ihr eine Karte habt, die höherwertig ist als die Karte, die ich für die Angreifer da ziehe, dann dürft ihr was machen. Das wäre im Falle von Lady Amelia aufholen und für alle anderen angreifen. Aha. Wenn ihr eine Karte drunter habt, dürfen die euch angreifen. Also, ne, das ist eigentlich so der Sinn und Zweck der Sache. Das ist eigentlich ganz Habe cool. Ja. ich weiß, damit schieße ich mir gerade ins eigene Bein, Ein aber bisschen vielleicht. habe ich irgendwelche Erschwernisse, wenn ich an den Trittbrett hänge und gleichzeitig schieße? Vermutlich in der Form von Geschicklichkeitsprobe, oder? Du, weil du am Dings hängst, musst jede Runde noch eine Geschicklichkeitsprobe ablegen, genau, um zu gucken, ob du vom Fahrzeug fällst. Oh, shit. Da steht W10. Ich hätte übrigens Geschicklichkeit 8 gehabt. Ich habe eine Geschicklichkeit wie viel 10. Jo. Also, nee, tut mir leid, Jimmy. Will aber. Und vor allem die Schleuder musst du zweihändig benutzen. Aber ich komme da eh Genau. nicht dran. Das stimmt. Nee, im Moment noch nicht. Pass auf. Bevor du Geschicklichkeit würfelst, möchte ich, dass ihr alle eine Wahrnehmung macht. Eine Wahrnehmungsprobe. Denn vielleicht solltet ihr erfahren, wie viele da denn sind. Da dürfen wir auch wieder diesen White Da dürft irgendwas ihr auch Würfel. den Wildcard-Würfel benutzen, genau. Wer hat denn Wahrnehmung? Die Lady hat Wahrnehmung W6. Ich habe Wahrnehmung 6. Das heißt, er explodiert jetzt und ich darf nochmal würfeln. Da darf ich aber nicht nochmal diesen White-Würfel würfeln, oder? Nein, du darfst immer nur den Würfel weiter würfeln, der explodiert ist, genau. Also die Lady und Brent würfeln auf Wahrnehmung. Und Ich? W6. Genau, Das du ist nicht. Du hast keinen. insgesamt 10. Insgesamt 10, okay, das ist eine Steigerung von. Ja, eine Steigerung, okay. Und Matter? Du hast nur 2, okay. Du musst doch nur einmal, noch ein W6, ne? Also zweimal, Ja, ja. weil einer ist ja dieser Wildcard-Würfel. Den würfelst du. Ein D6 würfelst du immer und dann würfelst du auf deine Okay. Okay. entsprechende Probe den anderen Würfel. Eine 6, das heißt, er explodiert, du darfst ihn nochmal würfeln und das, was jetzt dazu kommt, noch oben drauf zählen. Okay. Eine 2, 8 ist auch eine Steigerung. Okay, ihr seht, dass dieses Fahrzeug besetzt ist. Moment, tup, huge. Ihr seht, dass dieses Fahrzeug besetzt ist mit insgesamt 4 Personen. Das sind alles so, ja, irgendwelche komischen, ziemlich düster dreinblickenden Schlägertypen. Ihr seht auch, dass bei einem der Typen, die aus dem Fenster sich lehnen und mit einer Tommy Gun auf euch zielen, seht ihr so eine auffällige rote Schleife am Oberarm. Oh. Ihr seht nicht genau, was es ist, aber ihr könnt es euch denken. Und ja, könnt euch Der also ist denken, was blind. da. Ja, genau, der ist blind. Richtig. Jimmy sieht Die das waren Ganze alle und nur denkt, blind. Jimmy sieht das Jimmy, Ganze kennt und ihr denkt, aus? guckt Ja. mal, Obstfahrer. So. Ja. Also, diese 4 Herren, der da vorne fährt, die drei hier hinten ballern auf euch. Shit. So, wir Ganz fangen an. kurz, darf Ja. ich noch Ich mal hänge da außen dran. erklären? Fuck. Ich durfte jetzt gerade nicht mitwürfeln, weil ich das nicht als Fähigkeit habe, oder wie? Genau, weil du Ah, keine okay. Wahrnehmung. Das hast du ja in der Fähigkeitenliste, wenn du Ja. guckst, bei Brent hat der hat Wahrnehmung, du hast es nicht drin. Ja. Ja. Okay. Genau Dann. deswegen bin ich besser als du, Kleiner. So. Überhaupt gar nicht wahr. Wir Du bist machen. älter als ich, du stirbst bald. Oh. So. Allerdings bei dem Scheiß, den ich anscheinend schon überlebt habe, bringt mich jetzt auch nichts mehr um. Ja, das stimmt auch wieder. Initiative für Brent. Kannst du bitte selber sagen? Herz 7! Sehr gut. Initiative für die Lady. Herz 10. Sehr gut. Initiative für Jimmy. Kreuz 7. Genau. Und Initiative für mich. Herz 5. Und Initiative für die Nazi-Fahrer. Kreuz 5. Bei gleicher Zahlenhöhe, wir haben ja jetzt Herz 5 und Kreuz 5, entscheidet dann die Farbe. Das geht nach dem, ich glaube, Bridge ist das. Da ist es, Herz ist das höchste. Dann kommt Pik, Kreuz, Karo ist es, glaube ich. So in Ja. der, die Reihenfolge ist es, glaube ich. Das heißt, Kreuz ist höher. Das heißt, ich darf als Doktor jetzt keine Aktion machen. Die können mich angreifen. Ihr alle drei könnt die Nazis angreifen, außer Jimmy, weil der hat nichts. Aber Aber. es gibt noch eine Sonderregel hier, denn es gibt zufällige Situationen, aber erstmal machen wir jetzt den Zug. Und diese zufälligen Situationen werden ausgelöst durch Kreuzkarten.
Shit. Immer die erste, die kommt. Und das war die Kreuz 7. Aber erstmal machen wir Aktion. Anfangen tut die Herz 10. Ja, ich bin ja Fahrer, ne? Das heißt, ich kann nicht irgendwie schießen oder so. Du könntest schießen, das wäre aber eine Aktion, eine doppelte Aktion, weil du auch fahren musst. Du machst auch gleich noch deine Fahrenprobe übrigens. Ja. Nee, brauchst du nicht. Die Fahrenprobe brauchst du nur machen, wenn wir keine Sonderaktion haben. Das heißt, du kannst noch eine Sonderaktion, also eine zusätzliche Aktion machen, die wird aber belegt mit einem Abzug von minus 2, weil das halt eine doppelte Aktion ist. Das heißt, du könntest auf die schießen, musst du aber nicht. Okay. Erstmal aufholen, oder? Ja, genau. Also würde ich jetzt auch sagen, erstmal schön aufs Gas treten und... Genau, du kannst versuchen, jetzt aufzuholen. Das wäre eine Fahrenprobe. Ja, genau. Da hast du ja ein V8 darfst du da benutzen. Genau, weil je näher wir dran sind, desto besser könnt ihr ja treffen. Ja, ich habe noch kurz eine Frage. Ja. Hier steht bei meiner Schleuder Reichweite 3, 6, 9. Wonach richtet sich das? 3 ist, kriegst du keinen Abzug, bis 3, also wenn du hier guckst, das ist hier, jedes Quadrat sind 5. Das heißt, wenn einer direkt vor dir steht, dann kannst du die ohne Abzug, bei 6 kannst du sie mit einem Abzug, mit Abzug 2 und bei 9, das wären, also im zweiten Feld, das müssten wir dann gucken, wie wir das genau machen. Ja, okay. So, du hast eine D8, hast eine 6 und mit dem Wildcard hast du eine 1, also ist der raus, das heißt eine 6. Das heißt, du hättest das bestanden und würdest eins vorrücken, okay. Mhm. Das heißt, ihr habt noch 10 aufzuholen auf die. Mein Doktor fliegt irgendwo hier rum, so. Okay. So, dann hätten wir die Herz 7. Ja. Aktion, ja, bitte. Aktion, schießen! Schießen. Ich habe so Schulterholster, das heißt, ich brauche immer eine Hand dafür. Ich halte mich mit der einen Hand fest am Auto und mit der anderen ziehe ich meinen Colt irgendwas, Automatik. Genau. Und ja, und schieße. Da du aber am Auto hängst, wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Und dementsprechend, während der Fahrt am Auto hängend, schießen ist selbst für dich nicht so einfach. Deswegen gibt es da auch einen Abzug. Wäre ich mal lieber draußen. Ja, was willst du machen? Deine Schleuder werfen? Naja, aber dann kann er gescheit aus dem Auto rausschießen und ich hänge einfach dran und bleib am Leben. Hey, aber wenn das jemand kann, dann ich. Hey, ich das stimmt. Und ja, sag mal, was du kannst. So, pass auf, jetzt geht es darum, jetzt machst du erstmal eine Probe auf Schießen. Auf Schießen. Genau. Und ja, mach erstmal. Moment, ich muss es. Das heißt, du hast ein W8 und ein W6. Was? Ein W8 und ein W6. Bei Schießen steht W10. Bei Fertigkeiten. Fertigkeiten schießen W10. Fertigkeiten schießen W8. Ich habe den Zettel, den du in der Facebook-Gruppe gepostet hast. Das Bild oder das, den das Charakterbogen? Okay, das Bild, dann nimm den W10. Okay. Ja, weil bei dem Charakterbogen ist es W8, aber ist egal, nimm den W10, ist okay. Okay. Die 0 bei einem W10 ist eigentlich eine 10, oder? Genau, richtig. Gott sei Dank. Ja, dann ist der explodiert und ich darf weiterwürfeln, genau. Oder? Genau. Ich mich stolz. Also insgesamt 18. Okay, so, jetzt muss ich kurz die Werte von den Typen angucken. Wo sind sie denn? Chaos of Kreta sind wir noch nicht. Ach Gott. Wie viel war hattest du als Ergebnis? 18. 18, ja, das trifft, glaube ich, ziemlich locker. Aber ich muss kurz gucken, was sie für Paradewert haben, denn jetzt vergleiche ich Schläger. Die haben einen Paradewert von 5. Das heißt, du hättest... Wait a minute, man kann Kugeln parieren. Ja, klar. Klar kannst du Kugeln parieren. Das geht. Noch nie Filme gesehen, wo sie die Kugeln so aus der Hand zwischen den Fingern einklemmen? Hast du noch nie Indiana Jones gesehen, wo der durch Maschinengewehrfeuer läuft und sagt, ja, ist mir egal. Oder sagt er nur, da, 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 da. Genau. Ja, die haben eine Parade von 5. Das heißt, du hast die mit 1, 2, mehr als 2 Steigerungen gibt es nicht. Das heißt, du hast 2 Steigerungen. Das heißt, du triffst sie auf jeden Fall und bekommst auf deinen Schadenswert... Ich treffe sie mit einer Kugel zweimal. Genau, du kriegst auf deinen... Achso, wen genau schießt du denn eigentlich von den 4? Ich bin ein Trottel eigentlich. Eigentlich hätte ich vorher sagen müssen, dass ich auf die Reifen ziele. Habe ich jetzt nicht getan. Dementsprechend, gut,
wäre es das nächste Sinnvolle, dass wie du angenommen hast, dass ich auf die Kerle ziele. Also von hinten kann ich vermutlich nur einen der hinteren beiden treffen. Genau, die hinteren beiden, also das kann man oder falls, nicht genau. Oder wenn sich einer aus dem Fenster lehnt, um auf uns genau zu schießen, dann schieße ich auf den Arsch. Also folgendermaßen sieht das aus. Das ist ein bisschen schwierig darzustellen. Die beiden hinteren Typen lehnen sich aus den hinteren Fenstern und ballern. Und der Beifahrer guckt auch nochmal so über den anderen rüber und ballert da auch rüber. Also ja, dann schieße ich einfach auf den auf meiner Seite des Autos. Genau, also auf der linken Seite, den hier wäre das Fenster dann. Rauslegen. Okay, den triffst du auf jeden Fall. So, jetzt musst du deinen Schadenswurf machen. Shit. Welcher Würfel? Muss ich kurz gucken, warte. Du hast mit den Colt Automatics hast du 2W6 plus 1. Schaden, da du aber nur einen Colt benutzt hast, hast du 1W6 plus 1. So, und dann muss ich mir jetzt den Wert angucken von den Jungs auf... Wo ist mein hübscher W6? Okay, ja. Mach mich stolz! 4. Das ist ein bisschen wenig. Ich dachte, du kannst das! Ja, ich kann das. Also, warte mal. Also, warte, also insgesamt ist er auf 5. Dann sind es 5, ja. Wir haben aber eine Robustheit von 6, also... Du schießt auf den Typen, der hinten aus dem Fenster guckt und auf euch ballert. Du schießt auf den und du siehst, dass die Kugel irgendwie seinen Hut vom Kopf fegt. Aber er guckt hat so sehr bisschen, starke Kontaktlinsen. Genau. Er guckt so ein bisschen verwirrt, juckt ihn aber nicht weiter und ballert direkt weiter. Okay. Schade. So, die Kreuz 7. Das bin ich. Yes. Was ich hab Hunger, ich will nach Hause. Ja. Die Frage ist, was kann ich machen? Du kannst im Endeffekt nicht allzu viel machen. Du könntest die Fahrtprobe unterstützen. Da du aber Fahren nur eins hast, würde ich das lassen. Weil das könnte, wenn es schief geht... Ich bin immer noch in Hektik und kann mir den Zettel immer noch nicht angucken, ne? Bitte? Du kannst dir den angucken. Dann gucke ich mir den noch an. Was du für Fähigkeiten hast, kannst du dir gerne angucken. Nein, den Zettel. Ich habe doch vorhin von dem Otto einen Zettel genommen. Den kannst du dir da. Dir fliegen Kugeln um die Ohren. Ja, aber ich kann doch nichts machen, da kann ich auch ein bisschen produktiv sein. Du kannst deine Beifahrerin anbrüllen, deine Fahrerin anbrüllen. Ja. Aber, ja. Das ist sehr produktiv, ja. Das reicht uns nicht. Shortstack halt. Kann ich. Okay, dann ist die Kreuz 5 jetzt dran. Das heißt, die Nazis sind an der Reihe. Und die Nazis machen Folgendes. Die schießen ja alle drei. Erstmal mache ich die Fahrprobe vom Fahrer. Die haben Fähigkeit W6, das heißt 2W6. Ja, der explodiert. Das reicht schon mal. Nee, reicht aber nicht für eine Steigerung. Die haben insgesamt 9. Das heißt, sie fahren auch eins vor. So, drei der Herren ballern ja auf euch. Ich gehe dann so lange Bahn die nächsten drei Runden. Das heißt, übrigens, ich gucke, muss mal kurz überlegen, was Sinn macht. Da hängt Brent aus dem Fenster. Auf welcher Seite stehst du, Brent? Links oder rechts? Aber du hast gerade vorhin erwähnt, links. Habe ich gesagt, links. Also mich hängt nicht aus dem Fenster. Du hängst so am Trittbrett, genau. Auf der linken Seite. Das heißt, der auf der linken Seite vom Fahrer, der schießt auf jeden Fall schon mal auf dich. Shit. So, ja, weil da hängt einer, da steht einer. Warum soll ich auf den Fahrer schießen oder sonst wohin? Der schießt auf dich. So, ich würfle mal. Ich habe eine 6, die explodiert, auf dem Wildcard. 8 insgesamt. Das heißt, ich habe... Fuck. Ja, Moment, ich habe aber auch noch Abzüge, weil ich habe ja eine Waffe. Was habe ich denn für eine? Ich nehme mal die einfach. 12 Reichweite, wir sind 15 weg, weil der Fahrer schon vorgefahren ist. Das heißt, ich habe 2 Abzug. Das heißt, ich bin bei 6. Genau. Was hast du für eine Parade? Moment. Ja. 7. Shit. Ja, wieso reicht doch? Ich habe 6 gewürfelt, plus 2 sind 8. 2 ziehe ich wieder ab, wegen der Entfernung. Das heißt, ich bin bei 6, das ist unter 7. Das heißt, der Typ steht da und schießt auf dich und du drehst dich ein bisschen weg und der Schuss fliegt an dir vorbei. Mach's dann auf Matrix. Haha! Ja, natürlich, am Trittbrett, bitte. Ja, natürlich, klar, kein Problem für dich. Einhändig. So, mir kommt ein Auto im Gegenverkehr und das sieht mir im Kopf, aber ich sehe es kommen. Die beiden auf der rechten Seite schießen auch. Einer davon, der hintere nämlich, schießt auf die Lady, weil der denkt sich, ey, ich mach den Fahrer tot, dann bin ich die los. Und dementsprechend schießt er auf die Lady. Da natürlich da eine Scheibe im Weg ist, gebe ich dem noch einen Abzug von 1. Ich bin ja nicht so... Ich glaube, so eine Scheibe sagt ihm nicht ganz so viel. Ja, aber es ist schwieriger zu zielen wegen der Sonne. Ah, okay.
So, das heißt, ich habe einen Abzug von 3. Das heißt, ich habe insgesamt 6 plus 2 sind 8, 5. Wie viel Parade hast du? Jetzt muss ich noch mal fragen, welcher Würfel das dann wäre. Gar keiner. Du musst auf Ach, gar deinem keiner. Charakterbogen gucken, was Okay. du für Parade hast. 5. Ja, also ich habe insgesamt, was habe ich gesagt? Ich habe 5 geworfen, ne? Das heißt, der trifft. Der trifft zwar gerade so. Du siehst, wie der auf dich schießt und die Scheibe zerspringt. Jetzt kommst du darauf an, ob ich dich auch treffe und dir wehtue. Das hatte, genau, das macht 1W6 Schaden plus 1. Der explodiert natürlich auch schön. Na Das heißt, super. insgesamt 9 habe ich. Und Eieiei. du hast eine Robustheit von 6. Das heißt, er trifft dich, aber er macht dich nicht kaputt. Also er macht dir keinen Schaden. Weil Schaden läuft folgendermaßen ja ab. Wenn ein Charakter Schaden kriegt, dann ist er erstmal nur angeschlagen. Dann ist er erstmal angeschlagen, heißt, dass er bei jedem Wurf ab sofort, ich glaube, minus 1, ich gucke gleich nochmal nach, Ja, ich glaube schon. ne, minus 1 auf alle Würfe weiterhin bekommt. Und wenn er nochmal einen Treffer kassiert, kriegt er eine Wunde. Ein Heldencharakter wird bei 3 Wunden ohnmächtig, also der fällt raus. Dann muss gewürfelt werden, ob er stirbt oder ob er eine Verletzung kriegt und so weiter. Aber im Moment ist es erstmal so, du kriegst einen Schuss ab, der trifft dich an der Brosche, die du an deiner Brust immer trägst, die von deiner Oma. Die Kugel schlägt zwar ab und durchdringt dich nicht, aber du bist erstmal so, wow, was passiert hier? Und bist ein wenig verwirrt. So, und genau jetzt machst du eine Probe auf Willenskraft, um zu Ja, gucken, das ob wären du, 6. ja, 2W6 wieder. Jo, das sind 2 und da ist der 6er mit explodieren. Nochmal bitte wieder den 6er. Nochmal? Nochmal explodiert, 12, 14. Das heißt, du bist zweifach gesteigert. Ja, du bist. Hat dich zwar kurz irritiert, aber macht dir jetzt nichts weiter aus. Also du kannst direkt weiterfahren und das stört dich nicht weiter. So, ihr habt ja eine 7 gezogen. Das ist sehr schön. Und dann kann ich das auch gleich machen. Jetzt muss ich das erstmal wieder finden. Es ist ein Geblätter hier, das träumt ihr von. So, Hindernisse. Und zwar habt ihr die 7 gezogen. Ja, auf euch fährt plötzlich ein Truck zu und der irgendwie ein anderes Auto überholen wollte, was zu langsam fährt. Und dadurch ist er auf eurer Spur. Ihr wollt dem Ganzen ausweichen und ja, fahrt direkt auf den Bürgersteig und direkt auf so einen Zeitungsstand zu. Dann möchte ich bitte, dass der Fahrer, also Lady, eine Probe macht auf Fahren. Aber auf minus 2. Ja. Also da hast du Eine 3. eine 3. Ja, das ist nicht so gut, ne? Also du versuchst noch auszuweichen, aber er rammt das ganze Ding und reißt alles ein. Und dadurch habt ihr eine Kollision mit einem weichen Hindernis. Das heißt, in diesem Falle, das ist ziemlich schlecht. Ich würde dir jetzt gleich empfehlen, einen Benny einzusetzen. Okay, Weil, ja. bei der Probe gibt es keinen Doch, Wildcard. doch, hast du den nicht geworfen. Ach so, dann darfst du Nee. den noch würfeln, natürlich. Oh. Gibt immer einen Wildcard. Ja, gut. Hat Super. sich aber auch erledigt. Den Wildcard-Würfel würfelst du fast immer. Okay. Nur wenn ich sage, machst du das nicht. So, dann haben wir Angriffe. Nein, nicht Angriffe. Kollisionen brauche ich bitte. Ach, die Kollisionen sind nicht hier, die sind bei 170. Oder bei Was? 122. Schaden, genau, da ist es doch. Kollisionen. Kollisionen sind sehr tödlich. Der Schaden, den ein Fahrzeug und seine Passagiere erleiden, beträgt 1W6 pro 5, ja, 5 Zoll seiner momentanen Geschwindigkeit. Ihr fahrt mit halber Geschwindigkeit von dem Auto, also Shit. 15. Das sind 3W6. Da ihr aber ein weiches Hindernis habt, habt ihr einen Schaden von 1W6. Und zwar für alle, die sich im Fahrzeug befinden und das Fahrzeug. Deswegen würde ich vorschlagen, mach doch mal. Technisch gesehen befinde ich mich nicht im Wollte gerade Fahrzeug. sagen. Du befindest dich nicht im Fahrzeug. Du Du hast bist aber derjenige, gerade der es eine Kollision. einreißt. Du hast aber gerade eine Kollision miterlebt auf dem Fahrzeug und müsstest eine Geschicklichkeitsprobe minus 2 bestehen, um nicht auch Okay. noch vom Fahrzeug zu fallen. Halt, stopp! Jetzt bin Matter! ich. Ja. Du hast 3 Bennys. Wenn du jetzt einen Benny einsetzt, kannst du diese Fahrtenprobe nochmal machen. Ja, Ich ich bin würde das gerade. empfehlen.
freue mich gerade erst noch über die Vorstellung mit 15 km/h. Nein, nicht 15, nicht 15. Voller Wucht. Nicht 15 km/h. 15 Zoll pro. Okay, ich dachte schon. Wie heißen die Dinger? Benny? Nee, Bennys, was? Bennys. Bennys. Genau. Bennys. Wie Benjamin. Bennys, okay. Ja. Genau. Wo sehe ich die Dinger denn eigentlich auf meinem Charakterbogen? Die stehen da nicht drauf. Normalerweise müsste ich dir 3 Chips geben. Aber das Ach so. Deiner goldene Mitarbeitssternchen. Und, also ist das so eine Art Gummipunkt für aus der Situation retten, oder? Genau, wenn du irgendwie einen Wurf versaust, dann kannst du einen Benny einsetzen, um den Wurf zu wiederholen, um zu gucken, dass du es vielleicht jetzt schaffst. Ja. Wie war das jetzt nochmal mit dem Schaden? Ich möchte das gerade mal abschätzen. Du würdest jetzt, es würde jeder im Fahrzeug, also ihr drei würdet alle einen W6 Schaden erhalten. Wäre nicht so weiter wahrscheinlich tragisch, weil ihr wahrscheinlich alle eine höhere Robustheit habt. Wobei die Lady nicht, glaube ich, ne? Weiß ich jetzt nicht. Die Lady hat eine Robustheit von 6, Jimmy hat 5, der könnte auf jeden Fall Schaden kriegen und dadurch dann angeschlagen sein. Wenn es ganz hart kommt, wenn die explodieren, die Würfel, kann es passieren, dass ihr Wunden bekommt. Also das kann schon. Und das Auto auch, ne? Das kann ja auch. Das Auto geht irgendwann kaputt. Das hat so und so viele Lebenspunkte. Also so und so viel Robustheit, wenn die eine Wunde kriegt, die Karre, dann ist sie auch im Eimer. Oder 3 Wunden, dann ist sie auch im Eimer. Ja gut, dann machen wir das mal so, dann wiederhole ich das mal. Ja. Gut, dann setzt du einen Benny ein, dann bitte nochmal ein D8 und ein D6. Okay. Was ist der D6? Schon wieder, scheiße. Gut, dann möchtest du dann noch einen Benny einsetzen? Oder? Scheiße. Du könntest jetzt auch noch einen Benny einsetzen, theoretisch, aber ich glaube, jetzt macht das keinen Sinn mehr. Nee. So, dann würfelt mal bitte alle auf euren Schaden einen W6. Das ist jetzt eine Situation, wo ihr keinen Wildcard-Würfel werft, sondern tatsächlich nur einfach. Ich würfel für das Fahrzeug. W6. Ja, passiert nichts. Ach Mann! Ich nehm einen Würfel, der immer schlecht würfelt. Moment. Ja. Scheiße. Explodieren noch Schadenswürfel? Ja. Scheiße. Demis schafft die Parade gerade so. Nein, schaffst du nicht. Nee, die Robustheit passt aber. Okay, die Lady passt auch. Und was hat Brent gewürfelt? 17. 17. Der ist mir zweimal explodiert und dann eine 5, ja. Ja, dann hast du jetzt... Oh Gott, Alter. Ich fürchte, ich bin nicht mehr im Auto. Das Problem ist, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, einen Benny einzusetzen. Das wäre jetzt die Möglichkeit, einen Benny einzusetzen, ja. Weil du hättest mit 17, du hast eine Robustheit von 5... Das ist eine. Ich habe eine Robustheit von 7. Nein, 6 habe ich. 6 und eine Klammer 1. Okay, dann hättest du eine Steigerung 10, 2 Steigerungen 14. Wie viel hattest du? Robustheit 6. Nee, gewürfelt. Also 17. Dann hättest du 2 Steigerungen. Das heißt, du hättest 2 Wunden. Und wärst schon ziemlich im Eimer. Ja, Benny, it is. Okay, Benny, also nochmal bitte den Schaden. Ich nehme einen anderen Würfel. Dieser mag mich nicht. Bei DSA-Würfel, der immer voll niedrig, egal was ist. Dieser Pisser. Ja, der hat gewusst, dass es kein gutes ist. Ja, die hasst mich. Ich werde das ganze Set verbrennen. 2! So, besser, ja. Da passiert dir gar nichts. Okay, dann könnt ihr weiterfahren. Und das Fahrzeug ist. Ich hab ein paar Zeitungen auf mir. Und ja, ihr fahrt durch diesen Stand durch. Der Besitzer des Stands springt zur Seite und brüllt euch noch hinterher: Idioten! Und ihr wischt die Zeitungen und die Fetzen. Kann ich eine Zeitung fangen, damit ich in dem nächsten Zug auch was zu tun habe und nicht wieder nur daneben sitze und gucke? Mach doch mal eine Geschicklichkeitsprobe. Ist ein W8. Sehr gerne. Denk an den W6, ne? Oh. Ja, okay, das wäre gerade so. Und auch gerade so, okay. Ja, du schnappst ja eine der Zeitungen, die vorne auf der Windschutzscheibe sind. Unter heftigem Beschuss, möchte ich nochmal erwähnen. Ja, klar. Und ziehst sie ins Auto und guckst da rein und siehst so Berichte über Börse und die Finanzwelt. Wirtschaft. Was ich gelohnt, ich finde. Ja, ne? Gut, das war deine Comics? Das war euer Hindernis. Jetzt kommt noch das Hindernis der Nazis, denn die haben ja eine Kreuz 5 gezogen. Jetzt gucke ich nochmal. Ist das alles viel zu lesen hier? Warum muss das so viel Text sein?
So, tja. 5. Ein Kind auf der Straße. Ein kleines Kind rollt auf die Straße direkt vor den heranrasenden Wagen. Das ist den Nazis doch egal, das arme Kind. Ja, das stimmt eigentlich, aber der Fahrer ist jetzt kein Unmensch. Die haben, was habe ich gesagt mit Fahren? Ach, Leute erschießen ist okay, aber Kinder überfahren nicht. Sind halt Nazis, ja, ne? Keine Unmenschen. Eben. Naja, es geht hier um Kinder, da ist der Fahrer noch so. Ja, ach, da werden selbst Nazis lieben. Ja, richtig. Super. So, W6. Also fahren W6 mit Abzug 2. Das hat nicht geklappt. Das Fahrzeug bremst. Macht eine Vollbremsung und bleibt stehen. Yay! Wir können ihn aufholen, nach unserer halbierten Geschwindigkeit. Und kostet eine Entfernungseinheit. Selbst die Erschurken weichen dem Kind aus, wenn auch mehr instinktiv, als dass sie sich darum sorgen. Seht ihr? Gibt sogar eine Erklärung dafür. Oh. das heißt, die Nazis bleiben erstmal nicht so Runde stehen und fahren nicht weiter. Ihr seid dran. Mit Initiative. Weil die gibt es jede Runde neu, bis... Das Interessante ist auch dabei, der Kartenstapel ist ein ganz normaler Pokerstapel mit den Jokern. Wenn ein Joker gezogen wird, wird das Deck neu gemischt. Bis dahin geht es weiter mit den Karten immer wieder. Weil, wenn wir einen Joker ziehen, dann sage ich euch, was dann passiert. So, Brent, deine Karte ist? Eine Karo 9. Genau. Lady, deine Karte ist? Karo 8. Genau. Ich habe gemischt, bevor ihr irgendwer fragt. Jimmy, deine Karte? Pik 7. Oh. Doktor, deine Karte ist die Pik 8. Und die Nazis ziehen den Joker. Mhm. Shit. Das ist für euch extrem ungünstig, denn Shit. Die Nazis könnten sich mit dem Joker, können die Nazis sich aussuchen, wann sie dran sind. Haben die höchste Karte, die es gibt, das heißt, ihr könnt diese Runde gar nichts machen. Auch nicht aufholen. Die Nazis können aber auch nicht fahren, weil die haben sonst ein Kind überfahren. Trotzdem können die ballern und die kriegen auf jeden Wurf kriegen die plus 2. Egal was. Auf alles kriegen die jetzt plus 2. Das heißt, da das Auto eh steht, kann der Fahrer auch mal kurz aus dem Fenster gucken und mitballern. Shit. Und das tut er natürlich auch kräftig. Und deswegen gibt es jetzt 4 Angriffe. Jetzt muss ich wieder gucken, was die für einen Angriffswert auf Schießen hatten. Ich glaube, es war auch ein W6, ne? Schießen wir 6, jawohl. Hochscrollen. Das ist der Nachteil an PDFs, finde ich, aber naja, gut. Dann kann ich alles haben. So. Wo ist es denn? So, W6 schießen. Der Fahrer guckt aus dem Fenster und denkt, ey, da hängt ja einer am Auto. Ich schieß mal auf ihn. Nein, Moment. Der guckt aus dem Fenster und denkt, ey, da fliegt so ein Vollidiot rum. Auf den schieße ich jetzt. Der schießt auf den Doktor mit einer 4. Das ist, glaube ich, nicht ausreichend. Eine Parade 4. Oh doch, der trifft sogar. Bei dem ganzen Geballer gibt es da keinen Kollateralschaden? Nein. Wir sind hier, hast du bei Indiana Jones irgendwie gesehen, wenn die durch die Stadt laufen, dass da Kinder tot umfallen? Ja, mein Fehler. So, ein W6 plus 1. Der explodiert. Beide explodieren, schön. Da haben wir 11 als Ergebnis, als Schaden. Das macht dann Schaden. Robustheit ist 4. Eine Steigerung ist 8. 11. Das heißt, mein Charakter ist angeschlagen, weil eine Steigerung... Nee, gar nicht wahr, der kriegt eine Wunde. Das ist aber nicht cool. Ja, mein Charakter ist wird getroffen. Also der Doc fliegt durch die Luft und fliegt auf das Auto zu und denkt, ja, die ramme ich. Und der Fahrer, geschossener Vogel. Der Fahrer sieht, wegen dem Kind bleibt er ja eh stehen, guckt aus dem Fenster, sieht diesen Typen auf ihn zufliegen mit einem Raketenrucksack und denkt sich, was zur Hölle? Zielt aus dem Fenster und schießt dem Doktor direkt in die linke Schulter. Der Doktor greift sich an die Schulter und zieht dadurch auch wieder in die Luft hoch. Und brüllt laut auf. Dadurch hat er jetzt eine Wunde erhalten. Macht ihm jetzt erstmal nicht so viel, aber jede Wunde macht eben, ja, minus 1 auf jeden weiteren Würfelwurf. Das war der erste Angriff. Nächster Angriff, der hinten links schießt immer noch auf Brent, der immer noch am Auto hängt. explodierende 6. 7. Du hast eine Parade von 7. Ja, damit trifft er. Shit. Und damit macht er 1 und 4. Du hast eine Robustheit von 5, kein Schaden. Ich habe eine Robustheit von 6.
Ja, stimmt. Er guckt auf dich und wird langsam wütend und schießt wieder auf dich. Ha! Er trifft aber nur deine Schuhsohle und du guckst runter und sagst so, hey, die Schuhe waren neu. Und damit war es das auch erstmal für dich.